Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, es liegt 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Aktiv. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang gespielt. Kick es auf. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Und der allerletzte. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Samstag 14 Uhr, das ist natürlich Kickers-Zeit und deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen zu You'll Never Talk Alone. Das Ganze heute schon zum 8. Mal. Naja, und auch heute wollen wir natürlich wieder einen aktuellen Wochenrückblick bieten. Alles, aber auch alles in Ton und Bild, sodass ihr nichts, aber auch gar nichts verpasst, was den OFC betrifft. Naja, und in den vergangenen Sendungen, da hatten wir ja viele interessante und prominente Gäste. Ich sage nur unser Nationalspieler Manni Ritschel, Rudi Völler, Jimmy Hartwig, Olli Roth, André Hahn, Günter Albert, Suat Türker war da, Efren Geser und auch unser Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke. Naja, und dann hatten wir ja die Spieler, die uns so richtig hier, ja, ich sag mal, fit gemacht haben in der Zeit, als wir kaum noch vor die Tür gehen konnten.
Und das war Francesco Loffrich, Ronny Marcos, Luca Garic, Dominik Trabant, Pelle Hoppe und der Bomber Moritz Reinhardt. Naja, das ist das, was war. Jetzt schauen wir nach dem, was ganz aktuell ist, beziehungsweise in dieser Woche so gelaufen ist. Naja, und er tagte am Dienstag, also erneut die Liga. Und das heißt, es kam Licht ins Dunkel. Will heißen, es ist nun klar, dass in dieser Saison, in dieser Regionalliga-Saison, nicht mehr gespielt wird. Naja, und da interessiert uns natürlich, wie und wann und in welcher Liga es für unsere Kickers weitergeht. Und auch aus genau diesem Grund haben wir heute mal auf die traditionellen Gäste sozusagen, auf die Old Stars verzichtet. Und ja, stellen die Aktualität ganz klar in den Vordergrund. Und da brauchen wir natürlich den Geschäftsführer, den Trainer, den kaufmännischen Leiter. Ja, und dann wollen wir natürlich auch mal sehen, wie es weitergeht. Und auch die Sponsoren, alles das wird heute eben möglich sein. Und die schalten wir auch zu, also es wird auch heute Live-Schalten geben, ganz klarer Fall. Zum einen, wie ich es eben gesagt habe, die Sponsoren der Offenbacher Kickers, da wollen wir jetzt immer mal einen ganz besonders vorstellen. Und wir wollen nochmal schauen über den Tellerrand hinaus, das heißt, ja, nach einem ähnlich gelagerten Club, auch Regionalliga, alter Traditionsclub Rot-Weiß Essen. Na, da puppert mein Herzchen, da habe ich einiges schon erlebt und das werden wir nachher noch so ein bisschen hören. Also ein richtig geiler Traditionsclub dort aus dem Kohlenpott. Und ja, die haben ja eine ähnliche Situation, deswegen wollen wir auch da mal hinschalten und hören, wie es denen denn genau geht und ja, was deren Perspektive denn so ist, wie die das sehen, ob sich das vielleicht auch ein Stück weit deckt mit dem, was wir gerade empfinden. Ja, und auch heute müssen wir und wollen wir natürlich wieder schauen, was ist denn eigentlich mit den Geistertickets? Wie ist der aktuelle Stand? Und da seht ihr es, ihr habt ja eingeblendet, 7.643. Also das ist richtig, richtig gut. All denen, die sich beteiligt haben, sage ich ein ganz herzliches Dankeschön. Also auch im Namen des Präsidiums und der Geschäftsführung. Das ist wirklich sensationell. Und ja, es lohnt sich, weiter dabei zu sein. Denn wir haben ja das Ganze auf die nächste Stufe gelagert. Also wir haben volle Hütte 2.0 aus der Taufe gehoben. Und das ist jetzt richtig interessant. Das habt ihr schon mitbekommen. Da kann man also die dollsten Dinge machen. Zum Beispiel, wenn man ja einige Tickets erworben hat, prüft das einfach mal. Hier habt ihr es ja im Text, auch auf der Website. Dann kann man sich ja Botschaften über WhatsApp, Videos, kleine Videoclips wünschen und bekommen von deinem Lieblingsspieler. Und das ist der absolute Knaller, natürlich, für die, die nicht zugeschlagen haben, kann man sich einen Platz auf dem Mannschaftsfoto ja wirklich sichern. Das ist ganz sensationell. Das heißt, du bist dort mit der Mannschaft abgebildet, du allein mit der Mannschaft, im kompletten Trikot, mit Stutzen und allem, was dazugehört. Und weißt du was, das kannst du alles dann am Ende auch behalten. Und also ich meine die Trikotage und das Bild, das wird dir dann ewig, denke ich, eine ganz, ganz tolle Erinnerung sein an diese Geschichte. Naja, und wem das so schwer ist mit dem Online-Ticketing, soll es ja geben. Also, das ist auch kein Problem. Schreibt uns einfach an fanradio@ofc.de und dann machen wir das für euch. Ist überhaupt gar kein Problem. Ja, und ja, was natürlich auch wichtig ist, was wir unbedingt nochmal machen müssen, ist sagen, dass wir eure Unterstützung brauchen. Ich habe unten das Laufband eingeblendet, da seht ihr das. Normalerweise wäre ja jetzt eigentlich wieder der Zeitpunkt, wo wir für die neue Saison eben ja anfangen, um Unterstützungsbeiträge zu werben und das haben wir ja auch die letzten Wochen gemacht und ihr habt auch schon ganz gut mitgemacht, ich kann das schon mal sagen, 71 haben mitgemacht, also wir brauchen insgesamt mindestens 300 Unterstützer, um den Etat zu stemmen und 71 sind schon da, das heißt also, das sind schon 8 Spieltage, die sind jetzt schon finanziert, dafür erstmal herzlichen Dank, aber ihr seht, 8 Spieltage, naja, es können vielleicht 38 oder sogar 40 werden, je nachdem, das werden wir vielleicht heute im Laufe der Sendung noch erfahren, wie das denn dann weitergeht. Also, wir brauchen eure Unterstützung, 40 Euro braucht's. Wem es auf einen Schlag zu viel ist, der kann sich das auch einteilen, 2x 20 Euro machen, viele Vorrunde, Rückrunde oder eben ein Dauerauftrag 3,33 Euro. All das ist eben möglich. Entschuldigung, aber ich muss mich hier nochmal einhacken. Ja. Ich habe Post bekommen. Jede Menge. Zum Beispiel sowas hier. Schorsch, du hast keine Ahnung. WhatsApp ist nicht hessisch, sondern ist eine App,
die man zum Beispiel im Smartphone, wenn das so stimmt, nutzt. Ja, was kann ich dann dafür? Also wenn die Offenbach Post das so schreibt, das ist ein Fehler. Da muss ich das sagen, ja. Und ja, jetzt habe ich sogar auf der Website vom OFC habe ich einen Fehler gefunden. Guckt mal hier. Volle Hütte. Ja, was soll denn das bringen? Passt mal auf, ich zeig's euch. Ja, da habt ihr sie gesehen, die Vollhütte. Aber jetzt mal ehrlich, was soll denn so Vollgattehütte dem OFC bringen? Das ist doch Blödsinn. Passt mal auf. Da müssen wir was streichen. Ja, da ist ein Fehler drin. Guckt mal jetzt. Achtung. So, jetzt macht's Sinn. Volle Hüte. Zum Beispiel sowas. Das zum Beispiel sind volle Hüte. Das macht Sinn für ein OFC. Also, ihr Leute, bringt eure volle Hüte zum OFC, weil zusammen schaffen wir es. Macht's gut, euer Schosch. Ei, 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 da hatte Schasch sich wieder eingehackt in die Sendung, Donnerschlag. Aber ihr seht, er entwickelt sich mehr und mehr zum, ja, Wortklauber. Also volle Hütte, volle Hüte, wie auch immer. Letztes Mal hat er damit schon angefangen. Ui, 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 der Schasch, ganz klar. Also, ja, und jetzt hatten wir es ja angekündigt, wir wollen uns heute um die Aktualität kümmern. Ja, und da wollen wir die Kickers-Verantwortlichen aus allen Bereichen hören. Und mein Vorschlag wäre, dass wir zunächst einmal in den Sport reinschauen. Wir haben ja lange keinen grünen Rasen auf Bibershöhen gesehen. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal, was Angelo Balletta zur Gesamtsituation zu sagen hat. Ja, wir sind seit gut 4,5 Wochen im Training. Unter natürlich strengen Auflagen, verschiedenen Eingängen, Hygienemaßnahmen. Dürfen leider nicht komplett in die Zweikämpfe reingehen, aber das passt auch trotzdem, da die Übungen, die in dem täglichen Alltag zu kurz kommen, die praktizieren wir halt, viel Torschuss, viel Spielstationen mit einbeziehen. Und es ist ein komplett anderes Training, aber den Spielern macht es aktuell Spaß und den Trainern sowieso auch. Okay, da würde sich gleich die nächste Frage anschließen. Gebt uns doch mal oder den Sponsoren mal einen Einblick in euer Gefühlsleben der Spieler und auch von euch. Ja, es ist ja eine komplette Ausnahmesituation. Ich glaube, es haben keiner so erlebt. Wir müssen praktisch tagtäglich neu das Ganze neu bewerten. Es ist für uns auch schwierig, weil wir natürlich immer wieder ein Ziel vor Augen haben. Wir wissen, am Samstag steht der und der Gegner vor der Tür und so wollen wir den begehen, den Matchplan wollen wir haben. Jetzt ist es so, dass wir natürlich versuchen wollen, eine gewisse Grundlagen Ausdauer beizubehalten, Spielsituationen zu trainieren, aber es ist natürlich schwierig, wenn du natürlich nicht weißt, gegen welchen Gegner du spielst. Ja, aber wie gesagt, also wir versuchen, also das Trainerteam ist sehr motiviert, die Spieler geben uns auch ein gutes Gefühl. Jetzt ist ja natürlich schon jetzt die Erkenntnis mit dem gestrigen Telefonat oder mit diesem Meeting kam dann raus, dass es sehr schwer wird oder so gut wie gar nicht, dass die Regionalliga gar nicht weitergeht, sodass der Fokus jetzt nur noch auf die neue Saison liegt, ob es vielleicht sogar glücklicherweise zu einer zweigleisigen Drittliga kommt oder wir komplett mit einer aufgestockten Mannschaft in die Regionalliga starten, das wissen wir auch nicht. Wir haben aber zumindest einen Rahmen, haben die Vergewissung, dass es nicht bis nach dem 30.06. ging. Das wäre, glaube ich, für uns alle sehr ärgerlich, weil da kannst du auch noch weniger planen. Was ist mit den Spielern, die noch, die wir abgeben wollen, die aber nur Vertrag haben bis zum 30.06.? Wie geht man da vor? Die Sicherheit haben wir, dass es jetzt nur noch bis zum 30.06. geht. Und dementsprechend können wir jetzt auch planen und es ist wenigstens kleines Lichtlein am Ende des Tunnels. Jetzt hast du gerade schon die neue Saison angesprochen. Wie laufen die Planungen für die neue Saison? Ist der Kontakt mit Thomas Sobotzik sehr eng? Tauscht ihr euch schon aus, wie der Kader nächstes Jahr aussehen soll? Wie akribisch seid ihr da schon dran? Ja, tagtäglich. Also wir bereden jede Position. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig noch trotzdem zu planen mit den Spielern. Es wird sich ein Markt nochmal auftun und mal schauen, welche Vereine das Ganze stemmen können. Auch vielleicht die Drittligisten, sogar die Zweitligisten, die überhaupt sich jetzt etwas größere Kader überhaupt noch leisten können. Dementsprechend sind wir immer wieder im täglichen Austausch, um zu schauen, welche Spieler auch unseren Ansprüchen genügen, weil wir haben natürlich ein großes, sehr großes Ziel nächstes Jahr.
Und dementsprechend arbeiten wir, wie gesagt, jeden Tag, jede Stunde auf neue Spieler, sind immer wieder im Austausch, haben immer wieder neue Spieler, haben wir Spielergespräche da, wo wir uns erstmal einen persönlichen Eindruck verschaffen wollen. Und da sind wir, wie gesagt, sehr akribisch dahinter. Ja, soweit erstmal unser Cheftrainer Angelo Balletta. Und ja, ihr habt es mitbekommen, es bleibt also sehr, sehr spannend, nicht nur für unsere Jungs, sondern ja eben auch für uns. Naja, und im Rahmen einer virtuellen Sponsoreninformationsveranstaltung hat dann auch OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik die Gesamtsituation der Offenbacher Kickers mal zusammengefasst. Wir haben insgesamt eine schwierige Gemengelage. Es geht ja weniger jetzt um Einzelinteressen, also auch um unsere, sondern ehrlich gesagt um den Erhalt des Fußballs, um den Erhalt der meisten Traditionsclubs. Darum geht es. Und deswegen machen sich jetzt viele Menschen jetzt Gedanken, was denn die Lösung des Ganzen ist. Denn wir hatten schon mehrfach ausgeführt, dass im Bereich dritte Regionalliga eine sehr, sehr große Abhängigkeit von den Zuschauereinnahmen da ist. Also wenn man jetzt uns als Kickers Offenbach nimmt, dann haben wir sogar lediglich Einnahmen aus dem Ticketing beziehungsweise den Werbeeinnahmen. So, wir haben aus dem TV-Erlös so gut wie gar nichts. Insofern ist unser Geschäftsmodell auf diesen beiden Säulen aufgebaut. Das ist momentan so, dass wir auf absehbare Zeit, zumindest wissen wir nicht, wie lange dieser Zustand anhält, uns einfach Gedanken machen, wie es weitergehen könnte. Wir hatten gestern eine Videokonferenz mit der Regionalliga Südwest und allen Vertretern der übrigen Clubs. Dort wurde noch nichts final entschieden, aber es gibt eine klare Tendenz, dass eben die Saison 19/20 definitiv am 30.06. zu Ende ist, wie auch immer. Es wurde seitens des Verbandes weiter mitgeteilt, dass trotz des Erlasses des hessischen Innenministeriums vom 8.3., wo grundsätzlich Geisterspiele möglich sind, auch in unserer Klasse, dies für die Regionalliga Südwest nicht umsetzbar sei. Wenn man das dann halt kumuliert, bedeutet das, dass wir davon ausgehen können, dass diese Saison sportlich nicht zu Ende gespielt wird. Darüber hinaus ist es eben so, dass am 25. Mai der DFB-Bundestag tagt. Es gibt dort den Antrag der SV Elversberg, dem sich mittlerweile mehr als 30 Clubs angeschlossen haben, die dieses Vorhaben unterstützen, und zwar die Reform zur Einführung einer zweigleisigen dritten Liga. Darüber wird dort abgestimmt. Wie dort die Chancen stehen oder... Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, dass noch unfassbar viel in den kommenden Tagen und Wochen passieren wird, sodass wir die Eigendynamik diesbezüglich nicht unterschätzen können. Ja, da hast du das angesprochen, dass da noch vieles im Unklaren ist. Und das wirkt sich natürlich immens, könnte ich mir vorstellen, auf die Kaderplanung aus. Ja, natürlich, weil es gibt ja unterschiedliche Szenarien. A, Ligazugehörigkeit, B, aber auch die Größe der jeweiligen Ligen. Also gestern zum Beispiel war das Szenario, sollte denn in der Form weitergespielt werden, gäbe es höchstwahrscheinlich keine Aufsteige. Aber Aufsteige bedeutet, dass dann die Regionalliga Südwest mit 21 oder gar 22 Mannschaften an den Start gehen würde. Das hat natürlich dann eine Auswirkung auf die Personalplanung, denn wenn ich jetzt dann 8 Spiele mehr habe in der Saison mit nicht nur mehr, sondern auch mit den entsprechend dann auch in der anderen Frequenz, also sprich diesen sogenannten englischen Wochen, dann ist sicherlich eine andere Kaderstärke gefordert, wie wenn es der Fall ist, wenn ich lediglich 18 Mannschaften in der Liga habe. Also wir arbeiten da nach wie vor mit sehr vielen Variablen, nichtsdestotrotz sind unsere Planung relativ weit fortgeschritten und wir werden auch zeitnah, also ich denke, dass nach dem DFB-Bundestag da ein Zeitpunkt ist, wo wir dann vielleicht die ersten Meldungen in Bezug auf unsere Personalplanung dann auch öffentlich machen werden. Also, wir halten einerseits fest, obwohl gerade Corona-bedingt nicht wirklich viel geht, ist dennoch ziemlich viel so richtig gut im Fluss. Und
ja, wir werden schon ganz bald die ersten OFC-Neuzugänge kennenlernen. Dann natürlich auch hier im immer schnellsten Medium rund um Kickers Offenbach im Kickers TV. Naja, und darüber hinaus ist es natürlich oder naturgemäß hochspannend, etwas über die OFC-Finanzen zu hören. Ja, und dafür haben wir ja auch den kaufmännischen Leiter Andreas Mohr und der hat sich ebenfalls im Rahmen dieser Sponsorenveranstaltung geäußert. Ja, es ist natürlich schon eine sehr komplexe Gemengelage, die dadurch überstrahlt und erschwert wird, dass wir eben keine Planungssicherheit haben. Aktuell ist es so, dass wir alle Hebel und alle Zahnrädchen in Bewegung setzen, um die Kostenbasis so gering wie möglich zu halten, aber versuchen zumindest auf der Einnahmeseite eben den ein oder anderen Sondererlös zu generieren. Das ist uns in einer phänomenalen Weise gelungen mit dem Verkauf der Geistertickets. Es ist aber nicht uns gelungen, sondern ist es der Anhängerschaft von Kickers Offenbach gelungen, das auch entsprechend anzunehmen und in der Anzahl auch Geistertickets zu kaufen. Auch von meiner Seite da vielen Dank. Das kann uns natürlich nicht retten in Summe, aber es geht auch nicht um Retten. Es geht ja auch darum, eine Basis zu schaffen für das, was der Thomas Sobotzi gerade gesagt hat, nämlich ein vernünftiges Fundament zu haben, vor allen Dingen auch finanziell zu haben, um in die neue Saison starten zu können. Wir haben, um das Thema Kosten jetzt nochmal da anzugreifen oder aufzugreifen, wir haben mit der Herausforderung zu kämpfen, dass eine VBG den Beitrag um mal schlappe 22% erhöht hat, von 18 auf 19, wenn man da so einen Bescheid bekommt mit entsprechend hohen Beträgen, der für uns allein der Erhöhungsbetrag einen deutlich fünfstelligen Betrag ausmacht, ist das natürlich gerade in so einer Situation nicht gerade hilfreich. Aber auch damit können und werden wir umgehen. Wir haben dann aber auch, das war zwingend notwendig und spiegelt nun auch die Tatsache und die Realität wider, aufgrund des eingestellten Spielbetriebes und massiv reduzierten Trainingsbetriebes, haben wir uns eben auch gezwungen gesehen, wie das andere Unternehmen auch tun, dass wir Kurzarbeit machen. Das betrifft alle Mitarbeiter der OFC GmbH, egal ob sie Spieler, Trainer oder Geschäftsstellenmitarbeiter sind. Das war notwendig und das ist notwendig. Weil ansonsten hätten wir wirklich ein finanzielles Delta, was massiv wäre. Unerwähnt darf natürlich an der Stelle auch nicht bleiben, dass wir natürlich mit den Freunden und Förderern, die allen bekannt sind, durch die Kickers-Freunde und jetzt auch durch das Bündnis Kickers natürlich im Hintergrund das ein oder andere passiert, auch was Liquidität angeht, dass man da auf einen, auf einem vernünftigen Fundament aufbauen kann, weil alles, was wir jetzt anstreben und was wir tun, ist natürlich schon mit Fokus auf die neue Saison. Weil, wie es der Thomas gerade gesagt hat, es ist schade, aber es ist wahrscheinlich so, dass diese Saison sportlich nichts mehr passieren wird. Deshalb müssen wir jetzt halt sowohl sportlich, aber auch vor allem finanziell alles nach vorne richten und nach vorne blicken. Da hast du mir das Stichwort gegeben, nach vorne blicken, nach vorne richten, auch was die neue Saison angeht. Bei all den Fragezeichen, die sich uns noch stellen, Thema Dauerkartenverkauf, was kann man bis hierhin überhaupt sagen dazu? Also von meiner Seite, natürlich wird es einen Dauerkartenverkauf geben, aber auch da anknüpfend, was der Thomas gesagt hat, es hängt massiv davon ab, was beim 25. Mal beim DFB-Bundestag entschieden wird, beziehungsweise was auf Basis dieser Entscheidung, nämlich zweigleisige dritte Liga, ja oder nein, welche Entscheidung daraus die Regionalliga für die Regionalliga trifft. Und wenn dann klar ist, wie die Regionalliga weitermacht, nämlich wann zum Beispiel auch die neue Saison beginnen soll, konkret, dann werden wir auch ganz, ganz schnell in den Dauerkartenverkauf für die neue Saison gehen. Uns wurde avisiert, dass man jetzt nicht bei der Regionalliga dann Wochen benötigt, sondern dass man in der Woche ab dem 28. Mai spätestens bis Ende der Woche dann auch mit einer belastbaren Entscheidung der Regionalliga rechnen kann. Und dann werden wir natürlich auch in den Dauerkartenverkauf für die neue Saison starten. Es gibt zwei Szenarien. Also gehen wir mal davon aus, wir spielen in der Regionalliga. Dann wahrscheinlich damit versehen sein wird, dass wir mehr als 17 Heimspiele haben werden, aufgrund eben der Tatsache, dass es keine Absteiger aus der Regionalliga da wahrscheinlich geben wird, aber eben Aufsteiger. Und von daher werden wir mehr Heimspiele anbieten können. Das ist eine sportliche Herausforderung, finanziell, aber zumindest ja, und auch
für die Fangemeinschaft ein bisschen Ausgleich dafür, dass man vielleicht jetzt ein bisschen was verpasst oder nicht teilnehmen konnte. Ja, das hört sich doch trotz der schwierigen Rahmenbedingungen recht gut an. Also das heißt, der OFC scheint nicht nur recht gut aufgestellt zu sein, nein, er verfolgt auch nach wie vor sehr, sehr ja stringent seine ja ehrgeizigen, ambitionierten Ziele. Wünschen wir unseren Verantwortlichen weiterhin ein glückliches Händchen in dieser schweren Zeit. Naja, und zum OFC gehören natürlich auch die großen Unterstützer im Hintergrund, die Sponsoren. Und nach dem Einstieg der OFC-Freunde und dann danach dem Bündnis Kickers folgte ja dann tatsächlich auch die Verlängerung des EVO-Hauptsponsorvertrages. Und diese Woche folgte dann sogar noch Nike und Outfitter, also unser Ausrüster. Und das hat uns natürlich ganz besonders gefreut. Das ist eine Riesengeschichte. Da waren alle Verantwortlichen ganz, ganz happy, denn es ist nicht selbstverständlich. Nike ja, orientiert sich ja sehr, sehr stark an den Teams der ersten und zweiten Liga, vielleicht noch dritte Liga, aber dann wird es ganz, ganz dünn. Und der OFC, der ist nach wie vor Top-Priorität, auch bei Nike. Und das sehen wir schon als großen Vertrauensbeweis. Also da können wir einen weiteren Haken dran machen. Und das ist natürlich wirklich eine richtig klasse Geschichte. Ja, und wir wollen auch immer jetzt mal kleinere Sponsoren vorstellen. Also, ja, Unternehmen, die man so vielleicht nicht immer sieht. Manchmal vielleicht auch auf der Anzeigetafel oder auf der Bande, wie auch immer. Und da haben wir heute ein ganz, ganz tolles Unternehmen ausgesucht. Da geht es nämlich um Telekommunikation, der Unterstützer der Offenbacher Kickers. Das ist die Firma Cream. Ja, und wenn jetzt alles gut klappt, dann habe ich Christian Rill zugeschaltet. Das ist nämlich niemand geringerer als der Geschäftsführer der Cream GmbH. Und da wollen wir schauen, ob er da ist. Ja, ich bin hier. Wunderbar, ich sehe dich und ich höre dich am Samstagnachmittag. Was treibst du so? Ach du, hier so ein bisschen aufräumen in der Wohnung noch und so weiter, aber jetzt alles, hab mir mal Zeit genommen jetzt für dich. Ja, ich habe das in der Anmoderation eben schon ein bisschen gesagt. Wir wollen natürlich auch schauen, was unsere Partner, was unsere Sponsoren machen. Und die haben es auch nicht so viel einfacher als der OFC momentan. Deswegen meine erste Frage, und das ist, denke ich, die allerwichtigste. Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? Und dann im Nachgang sprechen wir erstmal über das Geschäft. Also im Großen und Ganzen, sage ich mal, ist alles in Ordnung. Sind alle gesund. Hat keiner Corona, zumindest nicht getestet oder positiv getestet, sage ich mal. Ich sehe das Ganze auch nicht so extrem, sage ich mal. Also ich treffe mich trotzdem mit meiner Familie, meiner Schwester oder sonst irgendwie. Also ich sehe das nicht so eng. Und es ist natürlich schon ein bisschen was anders geworden. Das heißt, ja, die Öffnungszeiten, die haben dich ja auch betroffen. Ja, also wir hatten natürlich, sagen wir, wir haben Kurzarbeit angemeldet, weil wir das halt aufgrund der Ladenöffnungszeiten machen mussten. Weil wir eben nur in einem begrenzten Maß öffnen durften und auch nur in den Filialen, in denen wir Filialen der Deutschen Post haben. Die Deutsche Post muss auf sein, also die Läden der Post müssen auf sein. Gibt es ein Gesetz dafür, Telekommunikationsgesetz und so weiter und so fort. Deswegen mussten wir die Filialen offen haben, durften aber keinerlei Mobilfunkgeschäft machen. Damit war es also übergangsweise nur mit der Post, hatten wir erst begrenzte Öffnungszeiten, 2 bis 3 Stunden am Tag haben wir da gehabt. Und erst als so die ersten Lockerungen kamen, haben wir dann irgendwann quasi die Postzeit erhöht von 10 bis 17 Uhr und mittlerweile sind die Läden wieder komplett offen. Also ich glaube, ich muss das für die Zuschauer erstmal so ein bisschen zurechtbasteln. Erstens mal, wir beide, deswegen sind wir auch per Du, kennen uns eigentlich schon von, naja, sag mal Jugend auf, haben uns damals im Block ganz oben, da haben wir uns sozusagen schon kennengelernt im Block 2. Und dann habe ich auch so ein bisschen deinen Werdegang mitverfolgt. Du hast ja dann auch ein tolles Unternehmen gegründet, Cream GmbH. Und weil du über von der Post sprichst, das machen wir gleich. Erzähl uns aber erst einmal, was hat es denn mit der Cream GmbH auf sich? Also ursprünglich hatte ich mal reine Vodafone-Shops. Mein erster Shop, den habe ich aufgemacht 2003 in Offenbach-Bürgel. Damit habe ich angefangen, kleine Bude. Dann habe ich mich verpartnert und dann hatten wir insgesamt 3 Läden, weil wir ein bisschen mehr Macht haben wollten in Richtung Netzbetreiber und andere Stückzahlen erreichen. Und das hat dann leider nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen freier werden.
haben dann irgendwann freien Fachhandel gemacht, also nicht mehr exklusiv Vodafone, sondern alle Netzbetreiber und haben dann stark expandiert. Danach habe ich mich 2009 von meinem Partner getrennt und habe dann den ursprünglichen Gedanken von Green, nämlich kundenorientiert zu arbeiten, nicht das, was der Netzbetreiber will verkaufen, sondern das, was der Kunde wirklich braucht, ihm anbieten und einfach eine ordentliche Bedarfsermittlung vorher machen und so weiter. Und das kam gut an. Und dann waren es zwischenzeitlich mal 13 Läden. Mittlerweile sind es jetzt noch 8. Und diese 8, die sind von Anfang an im Prinzip dabei gewesen und die sind jetzt da. Wir gehen aber jetzt wieder in die Expansion, sobald der Corona-Bums vorbei ist. Und wollen dann wieder neue Partner gewinnen, beziehungsweise auch eigene Filialen eröffnen. Ja, also ich bin ja auch selbst Kunde und das schon seit vielen, vielen Jahren. Was ich sagen muss, was ich sehr, sehr schätze daran, ist, dass du da nicht so einen reinen Verkaufsstore hast, sondern es ist in allererster Linie, so habe ich es zumindest immer empfunden, nicht nur ein Beratungsshop, ja, sondern auch so ein, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, so ein Doing-Shop. Also wenn immer du ein Problem hast, ja, ich meine, verkaufen tun viele alles, ja, aber wenn es wirklich ein Problem gibt, wo gehe ich da hin? Und ich höre das ja manchmal, ja, jetzt habe ich ein Problem, was mache ich denn da? Ja, wo hast du denn gekauft? Ja, da geht es dann los, ne? Und da habe ich also sehr, sehr gute Erfahrungen mit euch gemacht. Also das Einzige, was ich sagen muss, ist halt, es entwickelt sich ja alles so ein bisschen, dass die Leute, sag ich mal, sich beraten lassen in den Läden, den sogenannten Beratungsdiebstahl machen und dann online kaufen und dann kommen sie im Nachhinein dann wieder und sagen, ja, kannst du mir das mal einrichten und sowas. Das ist natürlich ein bisschen, das Blöde bei der ganzen Geschichte, wir bemühen uns halt, sage ich mal, den Kunden ordentlich zu beraten, den Bedarf zu ermitteln, ihm das Produkt zu verkaufen, was er tatsächlich braucht. Und damit fahren wir halt langfristig gut, weil wir dem Kunden halt nichts aufdrücken oder sonst irgendwas, was er eben nicht haben will. Und wenn dann halt wirklich ein Problem ist, sind wir halt im Nachgang eben auch da. Und das ist halt eben der Unterschied, als wenn du online kaufst, wenn du online kaufst. Ja, dann ruf doch mal irgendeine 0net, was weiß ich, was Nummer an und dann kriegst du da irgendwie Telefonsupport und hast im Endeffekt doch nichts geholfen. Also wir machen halt alles vor Ort, Reparaturen, wenn du Einstellungsprobleme hast, dies, das, also Fulfillment quasi. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also da, wie gesagt, da bin ich sehr, sehr gut gefahren und da laufe ich auch überhaupt nicht Gefahr, irgendwie aus dem Ruder zu laufen, ganz im Gegenteil. Du bist aber nicht nur ein OFC-Kenner, sondern auch ein OFC-Gönner, denn du engagierst dich ja neben dem Fanradio und Kickers TV auch ganz maßgeblich beim OFC. Ja, also ich muss dazu sagen, es war früher im Block 2, ne, da... Ich meine, da war man noch jung, ne? Da hat man so geträumt, oh, da drüben auf der, im VIP-Raum da essen, trinken, bla bla, da war das alles so ganz besonders und toll und weit weg. Und da wusste man ja auch gar nicht, irgendwie, wie entwickelt man sich geschäftlich, kann man das irgendwann oder nicht. Zum Glück ist es ja so geworden. Und ich wollte immer eine Bande im Stadion haben von meiner Firma. Und ja, das hast du ja geschafft. Das habe ich jetzt geschafft, ja. Also im Endeffekt habe ich jetzt eine wohl gut platzierte Bande. Der nächste Traum ist dann, alle Banden zu haben rundherum. Und den Stadionnamen will ich auch haben, die Cream Arena. Nein, Quatsch, Spaß. Aber wie gesagt, jetzt halt eine Bande und das mit der Videowall und so weiter und da oben halt eben dann, sag ich mal, auch zu connecten und zu netzwerken. Das funktioniert auch oder funktionierte bis vor Corona auch sehr gut. Und es macht mich schon auch einfach stolz, weil ich liebe Kickers offenbar. Das ist mein Verein. Ich war zwischendrin zwar einige Jahre nicht da oder konnte auch nicht auf die Spiele gehen. Ich habe Kinder gekriegt, ich habe Firma aufgebaut. Es war sehr intensiv und dadurch hatte ich einfach nicht die Zeit und Muße dann, sage ich mal, das auch noch zu machen. Aber jetzt ist es halt soweit. Jetzt bin ich wirtschaftlich in der Lage, sage ich mal. Die Firma ist wirtschaftlich in der Lage und ich habe so meine Liebe wiedergefunden zu den Kickers. Und leider jetzt ausgerechnet in der Saison, wo eigentlich alles desaströs läuft, ja. Aber egal, man ist es ja gewöhnt, als Offenbacher ist man ja leid gewöhnt. Aber erzähl uns ein bisschen, wo sind denn deine Shops? Das heißt, du bist ja eigentlich überall hier sozusagen im Ostkreis vertreten. Also im Prinzip ist es so, wir haben im Prinzip die ganze B45 entlang, sag ich mal. Ne? Das ist so, wir haben in Obertshausen ist ein Laden, es ist in Heusenstamm, in Alzenau, in Gelnhausen, in Rottgau, in Dieburg haben wir auch noch einen Laden.
Ja, das Wichtigste hast du vergessen, in Offenbach, ich weiß es. Ja, da gehe ich nämlich immer hin, nach Berl. Berl. Genau, in Offenbach-Bürgel, quasi das Mutterschiff, ja, das wird immer bestehen. In der Offenbacher Straße haben wir auch noch, genau, und in Langen habe ich auch noch einen. Und das sind teilweise sind die im Franchise-Betrieb, also mit Partnershop-Betreibern, die unter meinem Namen quasi agieren. Und teilweise sind es eigene Filialen. Also könnte man sagen, wohin du als OFC-Fan auch gehst, Cream ist schon da. Genau. Zumindest im Umkreis, sag ich mal, wo auch die Fans sitzen, denke ich mal. Letzter Satz und vielen Dank schon mal bis hierhin. Warum sollte sich auch ein OFC-Fan immer vertrauenswürdig an dich wenden? Naja, weil ich fair bin, weil ich nicht über den Tisch ziehe. Und so Eigenwerbung stinkt immer ein bisschen, ne? Aber ja. Ich sag mal so, im Endeffekt ist es halt so, ich bin Unterstützer vom OFC und dann sollte der OFC-Fan auch mich unterstützen, damit ich weiter den OFC unterstützen kann. Das ist auch mal ein sehr, sehr gutes Argument auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir, mein Lieber, wünsche eurem Unternehmen, deiner Familie alles Gute und auf ganz bald wieder oben im Sparda-Bank Hessen-Stadion am Biberer Berg. Aber das heißt doch jetzt, komm bald wieder, Stadion, oder? Ja, okay, das stimmt. Da hast du mich zu Recht korrigiert, alles klar. Einigen wir uns darauf, wir sehen uns wieder am Bersch, oder? In diesem Sinne. Mach's gut, danke, ciao. Danke dir auch, tschö. Ja, ganz tolle Sache. Aber jetzt zu einem ganz anderen Thema. Unsere Spieler, die trainieren ja schon eine ganze Weile wieder richtig fleißig. Und das sind ja auch richtig gute Entertainer. Das haben wir ja schon gesehen. Lukas Albrecht, naja, der hat ja vor lauter Langeweile in der Corona-Phase hier in der Quarantäne sozusagen Vasen kaputt geschossen. Mike Vetter, der hat mit Töchterchen Lorena Fußball gespielt. Marco Schikora, der holte 3 Punkte für den OFC. In Stefan Raabs schlag den Star Leiter Golf. Und Niklas Hechtzirbel, der hat ja hier sogar eine kleine OFC-Challenge gestartet mit seinem Dart in die 1901. Ja, und unser Bomber, der hat ja letzte Woche Angela Merkel und der kompletten Politik gezeigt, wo es lang geht. Der sah vor allen anderen Politikern bereits Licht am Ende des Tunnels. Naja, und da für uns die Woche sozusagen ja immer mit dem Sonntag beginnt, weil Samstag senden wir ja noch für euch, deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wie ging es denn am Sonntag weiter, und da war ja bekanntlich Muttertag. Ja, und da Muttertag oder ja, wie soll ich sagen, da die Italiener, gerade die italienischen Söhne, ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrer Mama haben, haben wir gedacht, wir schauen einfach mal, wie sich das bei Luigi Campagna abspielt. Ciao Mamma, oggi è la festa della mamma. Ti volevo dire grazie di tutto quello che fai per me, per noi, per la famiglia. E ti voglio tanto bene. Un bacio grande. Heute ist Muttertag. Ich wünsche euch allen einen schönen Muttertag vom ganzen Herzen. Genießt den Tag und an allen Müttern da draußen, ihr macht einen tollen Job und ciao. Ja, Luigi Campagna und die Mama. Naja, und nachdem er jetzt schon den Trainer, die Spieler und die Geschäftsführer sowie den kaufmännischen Leiter gehört haben und auch die Sponsoren, wollen wir jetzt mal schauen, wie sieht das eigentlich bei anderen Clubs aus? Da lohnt es sich immer einen Blick zum Beispiel mal nach Essen zu tätigen, in den Kohlenbott, ne? Und da ist der Kultclub zu Hause. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit Schmidti verbunden bin. Und das sage ich erstmal Glück auf an die Hafenstraße. Ja, und da ist er. Die Leitung steht. Schmidti, hallöchen. Ja, gute nach Offenbach aus dem wunderschönen Ruhrgebott. Ja, du sagst gute. Hei. Du bist ja ein echter Spezialist. Das heißt, da hört man schon raus, wenn du gute sagst. Dich verbindet nicht nur viel mit Rot-Weiß Essen, sondern auch mit den Rot-Weißen aus Hessen. Und das reimt sich ja. Ja, ich glaube, 2004 war ich das erste Mal am Biberer Berg, damals nur zum Hoppen. Ich glaube, gegen SV Wien war es damals.
Und dann nach und nach lernte man dann ein paar Leute von euch kennen und bis heute sind die Kontakte nach wie vor noch vorhanden. Und mindestens einmal pro Saison kommt man nochmal auf die Höhlen Bibers, wie man so schön ja sagt, und besucht euch. Diese Saison leider noch nicht. Das freut uns sehr, denn das war ja nicht immer so, das war nicht selbstverständlich. Ich erinnere mich an einige Gastspiele, zum Beispiel bei euch, an denen wir richtig gerannt sind. Einmal hat es so stark geregnet, dass das Spiel ausgefallen ist. Das hat aber nicht bedeutet, dass man irgendwie freundschaftlich ins Schöppchen zusammengedrungen haben, wie wir das heute tun. Nee, damals waren das noch ganz andere Zeiten. Ja, nicht meine Generation, muss man dazu sagen. Ich bin ein paar Jährchen jünger. Aber selbst mittlerweile haben sich da, glaube ich, auch die etwas Älteren, die sich damals noch freundlich die Briefmarken tauschen wollten, verstehen sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen untereinander, wie ich das halt mitbekommen habe. Ja, auf jeden Fall. Und das, ich habe das ja eben schon in Anmoderation gesagt, die Clubs, die sind sich so ähnlich, ja. Die Glanzzeiten waren in den ähnlichen gleichen Jahren, ja, zumindest Jahrzehnten, ganz nah beieinander gelegen. Die Stadien, Georg-Melchis-Stadion, Biberer Berg, sahen ja fast gleich aus, ja. Jetzt sind wir wieder zeitgleich sozusagen in der vierten Liga und haben wieder Ambitionen nach oben. Also da verbindet uns schon ganz, ganz, ganz viel. Ja. Und deswegen mal die Frage an euch auch. Wie geht's euch denn jetzt so in der Corona-Krise? Bei uns war es jetzt so, die Liga hat gesagt, jetzt Ende, gibt nichts mehr, aus die Maus. Was ist bei euch los? Bei uns ist Hickhack. Also ich denke mal, es hängt sehr vieles davon ab, wie sich das jetzt mit der Bundesliga weiterentwickeln wird. Und zwar, weil es hängt ja davon ab, wie geht's weiter mit möglicher Relegation, mit Sachen Aufstieg. Da hängt ja die erste Liga bis dritte Liga alles in einen Topf. Und bei uns ist die Saison offiziell noch nicht beendet, die ist noch unterbrochen und erst Ende Mai soll wieder der nächste Tag sein des Verbandes. Und dann wird es wahrscheinlich nochmal verschoben. Ja, also, Schmidi, glaubst du denn, dass bei euch tatsächlich nochmal gespielt wird? Nein, also ich denke mal, so realistisch muss man auch sein, dass die Saison wahrscheinlich abgebrochen wird. Geisterspiele wird keiner. Wir haben ja mit der Alemannia aus Aachen und RWO und gegebenenfalls von dem WSV haben wir ja mindestens drei andere Vereine noch, die auch auf Zuschauer angewiesen sind, auf die Zuschauereinnahmen. Und da kostet ein Geisterspiel halt mehr. Also da hat man eher noch Minusgeschäft und anstatt alles andere. Bei uns in der Liga, ich glaube, wie bei euch, gibt es ja keine TV-Gelder, wovon man dann halt zumindest einen Ausgleich haben könnte. Aber so, nee. Also Lotte oder Rödinghausen, die nicht wirklich auf Zuschauer angewiesen sind, die sagen, okay, wir stehen zwischen Jenseits Gut und Böse in der Tabelle. Rödinghausen hat ja bekanntlich auf die Lizenz verzichtet für die dritte Liga. Da, die sind alle für den Saisonabbruch. Also von 18 Vereinen haben 16 für den Saisonabbruch gestimmt. Nur RWE hat dagegen gestimmt und Gladbachs zweite Mannschaft hat sich enthalten. Ja, aber da sieht man, wie unterschiedlich die Strukturen doch sind und wie gleich sie doch sind bei uns und bei euch. Wir waren ja auch bei euch in der Saisonvorbereitung im Sommer, da haben wir ja gemeinsam das Spiel kommentiert, du erinnerst dich. Das war eine geile Sache bei euch an der Hafenstraße, das hat mir riesen Spaß gemacht, wieder mal bei euch zu sein. Bitte? Ich hoffe auf ein Rückspiel im kommenden Sommer auf dem Berg. Sehr, sehr gerne. Das wäre eine gute Idee. Ja, das ist eine sehr gute Anregung. Und da ist jetzt einfach mal die Frage, weil wir bei dem sind, was uns mittlerweile alles verbindet, neben der ganzen Tradition und den Ähnlichkeiten, ist ja jetzt neuerdings auch, dass man ja laut darüber nachdenkt, man könnte, vielleicht sollte man sogar eine zweigleisige dritte Liga einführen, bei dem dann eben solche Clubs wie ihr, die ihr es wie auch in den Jahren zuvor immer nicht geschafft haben, hochzukommen. Und aber auch Alemannia Aachen und was man alles so, oder Energie Cottbus aus den anderen Ligen, ne, dass sie einfach die Möglichkeit haben, weil sie da anders auch aufgestellt sind, höherklassig spielen können und spielen wollen. Das will ja auch gar nicht jeder Club. Was davon habt ihr mitbekommen? Wie wird das bei euch diskutiert? Also die Grundidee, quasi wie damals Regionalliga Nord und Regionalliga Süd, damals als Unterbau zur zweiten Liga, die wird in Essen relativ positiv aufgenommen. Man hätte ein paar mehr, also erstmal wieder raus aus NRW, was jeden RWE-Fan mittlerweile auf dem Herzen liegt. Wir kommen ja nicht raus aus NRW, weil es halt eine reinste Weststaffel ist und jeder Verein halt bald Nordrhein-Westfalen dann halt ist. Also allein dieses wirklich halt raus aus NRW, egal wohin, das juckt schon in den Fingern. Da werden wir dann wahrscheinlich überall wieder einfallen wie die Hornissen.
Ja, und dann der Reiz der vielen kleinen Nachbarschaftsduelle, sei es Duisburg, wenn sie nicht aufsteigen sollten, sei es Münster etc., ist ja auch nur eine Stunde von Essen weg mit dem Zug. Das wäre schon, allein die Namen, das wäre schon viel reizbarer. Ja, und selbst wenn das klappen würde, unsere gemeinsame Initiative sozusagen, ja, dann würden wir dennoch nicht gegeneinander spielen, weil ihr im Norden und wir im Süden spielen würden. Ja, erst in der zweiten Liga. Erst in der zweiten Liga. Dann würde ich sagen, vereinbaren wir das so, A, dass das jetzt nämlich genau so umgesetzt wird. Das heißt, zweigleisige dritte Liga, ihr macht den Norden frisch, wir machen den Süden frisch. Und dann sprechen wir uns sozusagen in einem Jahr. Und dann sind wir ja sozusagen zurück in der zweiten Liga. Ja, ich glaube, im Namen von allen Rot-Weiß-Fans, da bin ich mal so frei, würde ich das sofort unterschreiben. Schwierig wird nur sein, wie geht es erstmal weiter? Wann kann erstmal wieder Fußball gespielt werden? Das ist, glaube ich, momentan auch eine sehr heiß diskutierte Frage hier bei uns in Essen. Und hinzu kommt auch noch bei euch in der Liga, ihr habt ja nicht mehr direkt was mit dem Relegationsplatz zu tun, wenn man auf die Tabelle guckt. Bei uns, Rödinghausen hat ja, wie gerade schon erwähnt, verzichtet auf die Drittliga-Lizenz. Zweiter wäre momentan Ferl mit 2 Spielen weniger als RWE, mit 2 Punkten Vorsprung. Dumm nur, dass sie im Laufe der Saison Wattenscheid zurückgezogen hat und diese 3 Punkte, die Rot-Weiß gegen Wattenscheid gewonnen hat, also das Spiel ging 2-0 aus, bevor es annulliert worden ist, die fehlen jetzt natürlich, dann wäre es nämlich 1 Punkt vor Ferl. Ganz, ganz bitter. Und klar, ja, Ferl aber Schmidi, du denkst zu kompliziert, du denkst zu negativ. Wir haben doch eben beschlossen, wie es kommt. Und wenn das so kommt, dann Punkte hin, Punkte her, Ferl hin und her. Das spielt alles keine Rolle. Unser Plan steht, Schmidi, und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder in der zweiten Liga. Aber früher gerufen und das soll Bestand haben. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte einfach nur so Sachen Aufstieg, dass wir vielleicht dann doch schon beide zusammen diese Saison schon hochgehen. Saarbrücken hat ja, glaube ich, noch ein Stadionproblem. Weiß ja nicht, wer da noch bei euch da keine Lizenz noch alles eingereicht hat. Vielleicht wird hier mal der OFC zwangsaufsteigen. Also wir halten fest, egal wie, ob mit Zwangsaufstieg, ob sportlicher Aufstieg, ob durch die Strukturreform oder im allerschwierigsten und schlechtesten Fall, aber das wäre auch eine schöne Sache, dann zum Rückspiel in Offenbach sehen wir uns wieder. Auf jeden Fall. Also, dann sage ich nochmal Glück auf an die Hafenstraße. Alles Gute und herzlichen Dank, Schmidti. Grüße an alle Rot-Weißen. Ja, ich danke euch. Viel Gesundheit auch in diesen schweren Tagen noch an jeden Kickers-Fan. Und wir sehen uns wieder spätestens in der zweiten Liga. Nur der RWE, nur der OFC. Und schönen Tag euch auch noch. Danke, Schmidti. Ja. Ja, und nach so viel Aktualität, ja, kommen wir jetzt dann auch zu unserer Rubrik der Aufreger der Woche. Naja, und ihr solltet uns ja schreiben, was euch so gefällt und was ihr euch vielleicht auch noch so wünscht. Und da haben ja auch viele gemacht. Und neben dem großen Lob kam immer wieder auch der Wunsch, ja, wir sollen ältere Spielszenen nochmal einspielen. Und daraus resultieren diese Aufreger der Woche. Und zuletzt haben wir euch ja so 2 richtig geile Tore gezeigt. Erstmal das Doilers-Tor und dann Last-Minute-Treffer von Kapek, der noch die Fußspitze dran hatte. Und zuvor Van der Burg in Saarbrücken. Ja, und diesmal, das muss ich mit großem Tamtam ankündigen, da müsst ihr euch wirklich anschnallen und ganz, ganz tapfer sein. Denn das ist nicht so angenehm zuzuschauen. Das fängt ganz harmlos an und dann wird's gruselig und grauselig. Wieder ausgeglichen, hat er gut gemacht. So passt das, so können wir das lassen. Ja, in der Regel, unter dem Strich ist 2-2 auch in Ordnung. Gibt Einwurf nochmal für die Viktoria? Dann sagen wir es nochmal heute Abend. Eieieiei, das kann doch nicht sein! Rote Karte und jetzt kriegt er richtig hier auf die Ohren. Das gibt's doch gar nicht! Was sind denn das für Holzköpfe? Also, das ist doch nicht normal, oder? Volle Granate mit ausgestrecktem Bein geht er da rein. Also, ich glaube es nicht.
Ja, also wirklich unglaublich, unglaublich. Man muss sich das mal vorstellen, das war im Trainingslager in Siede, damals in der Türkei, und das war ja in Anführungszeichen ein Freundschaftsspiel oder auch Testspiel. Ja, ich weiß, ihr könnt es gar nicht glauben, ich konnte es auch nicht glauben, als wir das gefilmt haben, da ist uns fast die Kamera aus der Hand gefallen. Aber wir zeigen es euch nicht, weil es so schön war, sondern weil es so schlimm war. Noch einmal, ihr müsst ganz tapfer sein. Wieder ausgeglichen, hat er gut gemacht. So passt das, so können wir das lassen. Ja, in der Regel, unter dem Strich ist 2:2 auch in Ordnung. Gibt Einwurf nochmal für die Viktoria. Dann sagen wir es nochmal heute Abend. Eieieiei, das kann doch nicht sein! Rote Karte und jetzt kriegt er richtig hier auf die Ohren. Das gibt's doch gar nicht! Was sind denn das für Holzköpfe? Also, das ist doch nicht normal, oder? Volle Granate, mit ausgestrecktem Bein geht er da rein. Also, ich glaube es nicht. Ja, ja, soweit erstmal zu unserem Freundschaftskick gegen Viktoria Berlin. Naja, und dann gab es ja in dieser Woche noch einen großen Aufreger. FFH sinnierte tagelang darüber, ob es heißt, ich war bei den Kickers, oder ob es heißt, ich war auf den Kickers, oder wie auch immer es heißt. Und unser Kickers-Mädchen, die Efren Geyser, naja, die war also falsch gelegen. Die sagte, es heißt bei den Kickers. Ich war bei den Kickers. Und das ist natürlich falsch. Da musste als Schiedsrichter sozusagen der Offenbach-Experte schlechthin, das ist Adi Wehner, der Taxikönig hier und auch Unterstützer sowohl im Fanradio als auch was den OFC angeht. Naja, und der klärte dann das FFH-Publikum endgültig auf. Es heißt, ich gehe auf die Kickers. So und nicht anders. Ich gehe auf die Kickers. Naja, und weil die Erfrinde ein bisschen daneben lag, durfte sie dann vollkommen aus freien Stücken Abbitte leisten. Dies ist eine Stellungnahme, die ich vollkommen ungezwungen und aus freien Stücken vornehme. Vor einigen Tagen habe ich, dummes Kind, behauptet, man könne in Offenbach sagen, ich war bei der Kickers. Meine Argumentation dazu, meine schwachsinnige Argumentation dazu möchte ich an dieser Stelle nicht nochmal wiederholen. Sie würde euch nur unnötig verunsichern. Meine attraktiven, gut gebauten und äußerst eloquenten, sympathischen Kollegen Christian Belz, Daniel Granitzny, Georg Schmidt sowie Sandro alias Christian aus Bürgel hatten natürlich absolut recht damit, dass dies absoluter Stuss ist. Es heißt Uff the Kickers. Diese Jungs sind einfach die Besten und sie haben immer recht. Gut so. Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Stellungnahme völlig freiwillig geschehen ist. Uiuiui, arme, arme Efren, aber wir stehen zu dir. Du hältst dort oben die Kickersfahne hoch, das ist auch gut so. Der Adi, der wird dir jederzeit zu Hilfe eilen, wenn es dort wieder eng wird, ganz klar bei FFH. Da muss die Kickersfahne hochgehalten werden. So, anderes Thema. Maskenpflicht ist ja nach wie vor. Und jetzt sind sie da, die super, super geilen Masken. Da habt ihr erst einmal, das sind nicht die geilen Jungs aus der Lederstadt, oder könnte man sagen, doch, sind sie, ja, Sascha und Stefan Weigand, ganz klar, habe ich sie da eingeblendet. Diese sind schon ausverkauft. Unglaublich, Tausende an Vorbestellungen. Wir haben jetzt nochmal nachgeordert, vielleicht kriegen wir die auch noch, aber deswegen habe ich auch gleich wiederum diese eingeblendet. Die sind jetzt Tausende
tausendfach da, sehen vielleicht fast sogar noch ein bisschen besser aus, wie auch immer. Also die erste Auflage schon komplett vergriffen. Donnerschlag, ihr habt da mächtig zugeschlagen. Und ihr könnt noch zuschlagen, wie gesagt, jederzeit jetzt im Fanshop, soweit das Auge reicht, so viel ihr wollt. Es sind noch tausende da. Und ja, wir sind immer weiter am Ordern. Vielen herzlichen Dank an das Team im Fanshop. Die machen einen richtig geilen Job. So, und damit sind wir jetzt, denke ich, auch am Ende angekommen. Und ich denke und hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Würde uns freuen, schreibt uns, das interessiert uns natürlich, wie die Sendung bei euch ankommt. Und ich hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, Samstag 14 Uhr. Und da planen wir wieder einen ganz großen Coup. Dann wahrscheinlich doch wieder ein Oldie, ein alttraditioneller. Bis dahin sage ich, macht's gut, ciao, ciao, rot-weiße Grüße. Cream, Ihr Partner für Mobilfunk, Festnetz, Internet und Kabel-TV. Wir betreuen Privatkunden und Geschäftskunden mit auf Sie zugeschnittenen Lösungen. Alle Netze und alle Hersteller. Wir sind unabhängig, kunden- und serviceorientiert. In unseren Shops in und um Offenbach erleben Sie Kompetenz aus 20 Jahren Telekommunikationserfahrung. Angebote und Aktionen finden Sie auf cream.de und in der Stadionzeitung. Cream. Unser Herz schlägt für den OFC. Cream, Ihr Partner für Mobilfunk, Festnetz, Internet und Kabel-TV. Wir betreuen Privatkunden und Geschäftskunden mit auf Sie zugeschnittenen Lösungen. Alle Netze und alle Hersteller. Wir sind unabhängig, kunden- und serviceorientiert. In unseren Shops in und um Offenbach erleben Sie Kompetenz aus 20 Jahren Telekommunikationserfahrung. Angebote und Aktionen finden Sie auf cream.de und in der Stadionzeitung.